So, Schüler, guten Morgen. Ungewöhnliche Umgebung, ja? Heute findet nicht wie gewöhnlich der Unterricht in der Schule statt, sondern im virtuellen Leben, also online. Das Ganze könnt ihr dem Furkan verdanken, weil er eine Toilette verstopft hat und jetzt die ganze Schule unter Wasser steht. Alle Klassen müssen jetzt Online-Unterricht betreiben. Müssen Sie das jetzt ernsthaft vor der ganzen Klasse noch einmal sagen? Furkan, beruhig dich. Diese Nachricht steht schon in der Zeitung. Das weiß die ganze Stadt. Keine Sorge. Der Ausländer, Bruder. So, Schüler, beginnen wir. Schlag bitte euer Buch auf Seite... Furkan! Furkan, du schi wohin? Furkan, alles gut bei dir? Ja, ja. Machen Sie einfach mit Ihrem Unterricht weiter. Ignorieren Sie das. Okay, gut. Schüler, wie gesagt, bitte schlagt euer Buch auf Seite 43 und nehmt... Furkan! Einen Augenblick. Mama, ich habe Online-Unterricht. Ah, du spielst Online-Playstation? Nein, Online-Unterricht. Ich verstehe, Nikis. Was ist diese? Anstatt, dass wir in der Schule Unterricht haben, haben wir es zu Hause. Wieso hast du in Schule, Nikis, sondern in Hause? Wieso wir nicht in der Schule haben? Das ist eine gute Frage. Weil ihr Sohn die Toilette verstopft hat. Herr Gurkensäge! Ja! Du geschissen in Schule! Pardon. Dankeschön. Sehr gut, Melanie. Furkan, kannst du bitte den Text weiterlesen? Ja, kein Problem. Prima. Alle leise, wir hören jetzt bitte dem Furkan zu. Der Prinz ging zum Brunnen und holte ganz la... Furkan. Ja? Was ist denn das für ein Geräusch? Meine Mutter mit ihrem verdammten Staubsauger. Soll dabei lieber wer anderes lesen? Ja, ich denke, das wäre die eine... Furkan, kommst du Müll wegschmeißen? Heiliger Schimpanse. Mama, das reicht jetzt. Mach den scheiß Staubsauger aus und sei leise. Endlich. Was hast du auf dem Gesicht zu mir gesagt? Mama, ganz ruhig. Die Kamera ist an. Jeder kann uns sehen. Du darfst mich also nicht anfassen. Frau Yildiz, das stimmt. Bitte unterlassen Sie jegliche Gewalt, denn wir können alles mitsehen und hier sind auch Kinder. Aha, dann mache ich diese scheiße Kamera aus. Was? Let's go. Der mit dem Bambus-WLAN. Kann mir wer die Lösung für Beispiel 3 sagen? Oh ja, ich weiß. Na gut, Hamza, sag mal, was bei dir rausgekommen ist. Es ist eigentlich voll logisch. Ich habe einfach 4 plus 4 gerechnet. Weil sie am Anfang 4 Äpfel hatte und ihr Vater dann 4 Äpfel dazu gekauft hat und... Hamza? Ja? Alles gut bei dir? Hä? Ja? Schon wieder? Was? Das Internet. Ich glaube, das ist schlecht bei dir. Nein, mein Internet ist super. Aber während du redest, bleibst du auf einmal so stehen und dann bewegst du dich komisch voll schnell und dann geht es dann wieder und... Bist du dir sicher, dass es nicht dein Internet ist? Ja, ich bin mir... sicher. Mag wer anderer seine Lösung sagen? Der Schläfer. Super, wir sind heute fertig mit dem Unterricht. Vergesst bitte nicht, eure Hausaufgaben hier bis 18 Uhr per E-Mail zu schicken. Tobias? Tobias! Wer wohnt in Ananas? Ganz viel mehr. SpongeBob, Schwammkopf. Tobias, hör auf zu schlafen! Hast du überhaupt zugehört, was ich vor kurzem gesagt habe? Ja. Ehrlich? Ja. Was habe ich gesagt? Sie haben gesagt, so, Eure Hausaufgaben! Ja, stimmt. Unsere Hausaufgaben. Und weiter. Was habe ich noch gesagt? Dass wir keine Hausaufgaben haben und so. Tobias, ich habe gesagt, dass ihr mir eure Hausaufgaben schicken sollt! Ah ja, stimmt, ja. Wo sollt ihr sie mir schicken? Snapchat. Oder war es doch Instagram? Tobias! Ja? Es reicht mir. So geht das nicht weiter. Entweder du strengst dich mehr an oder ich sehe mich gezwungen, dich von der Schule zu schmeißen. Tobias! Der Ordentliche. Leute, was ist das? Der eine ist am Schlafen. Der eine hat eine verrückte Familie. Hey! Aber schaut euch bitte Fabian an.
richtig elegant, immer pünktlich und so sauber. Dankeschön, Herr Gurkensäge. Du, Fabian, wie lange brauchst du, um dich so fertig zu machen? Naja, ich brauch schon locker so eine Stunde, weil ich zuerst mein Zimmer aufräume und dann noch duschen gehe und dann noch meinen Anzug bügle, mit der passenden Anzugshose ja natürlich. Und ja, das nimmt dann schon so eine Stunde von meiner Zeit, ja. Krass. Das wird dann halt irgendwann zur Routine, dass man ein sauberes Zimmer haben möchte und halt einfach die ganzen weiteren Sachen. Sie wissen schon, was ich meine. Respekt. Leute, bitte nehmt euch ein Beispiel an Fabian. Der stumm ist. Ihr könnt derweil 5 Minuten Pause machen und in der Zwischenzeit eure Mathe-Sachen rausholen. Wie kann ich mich stumm machen? Ah, das war die Kamera. Ah, la 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 la. Okay, ich denke, ich bin jetzt stumm. Ah ja, vergesst nicht, euren Taschenrechner rauszuholen, denn wir werden ihn... Was schaut der Lehrer so komisch? Er schaut aus wie ein Kobold, der von einem Schimpansen geboxt wurde. Du Hund, ja, er hört mich nicht. Stefan, wir haben alles gehört. Dein Mikrofon war noch an, ja? Wir haben alle deinen prächtigen, feuchten Furz gehört. Und dass ich ausschaue wie ein Kobold, der von einem Schimpansen geboxt wurde, ja? Das habe ich auch gehört. Der sich nicht zeigt. Furkan, bist du da? Ja. Gut. Hamza, bist du da? Ja. Sein Internet ist noch immer schlecht. Tobias, bist du da? Ja, bin auch da. Lass ich ausnahmsweise gelten. Und Ferdinand? Bin da. Ferdinand? Ja? Wir können dich nicht sehen. Ich weiß. Wir müssen dich aber sehen, um bestätigen zu können, dass du am Unterricht teilnimmst. Ihr könnt mich doch eh sehen. Wir sehen die Ecke von deinem Kopf, mehr nicht. Reicht doch, oder? Ferdinand! Ja? Zeig dich oder ansonsten trage ich dich als fehlend ein. 3, 2, 1 und... Na gut, ich zeig mich. Wurde auch Zeit. Jetzt verstehe ich, wieso du dich nicht zeigen wolltest. Du bist hässlich. Du bist hässlich. Der Gamer. Wartet, ich schau mal kurz, wann wir die nächste Arbeit schreiben. Pass auf, hinter dir ist jemand. Was? Wo? Hinter dir, er greift dich gleich an. Keine Sorge, ich habe eine Pumpgun. Ich gehe ihn an. Ja, ich habe ihn. Max. Max! Ja? Wir haben gerade Online-Unterricht. Ich weiß. Für mich wirkt es, als ob du es nicht wüsstest. Doch, wir haben Unterricht und wir dürfen daneben online zocken. Online-Unterricht. Max, nein! Mach deine PlayStation aus. Online-Unterricht heißt nicht, dass du daneben online zocken darfst. Okay. Die Gravitation der Erde beträgt... Die Gravitation der Erde. Max, bist du das? Was denn? Diese ganzen Geräusche. Ich zocke doch nicht mit der PlayStation. Was war das? Nichts. Zockst du etwa Fortnite neben meinem Unterricht? Nein. Okay, wieso ist mein Fernseher nicht lautlos? Gratulation, Max, du fliegst von der Schule. Mann! So Leute, das war's wieder mit dem Video. Hattet ihr schon jemals Online-Unterricht? Falls ja, welche Art von Schüler wart ihr? Ich bin auf jeden Fall der Schläfer. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welche Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Wie immer, als kleines Dankeschön blende ich von euch 3 Kommentare ein. Und falls ihr wollt, dass ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen random Kommentar in die Kommentare. Ganz einfach. Das war's wieder mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Und bye.